aber hätte ich nie geglaubt, das Tüpfelchen. Das ist die Gefleckte da. Und Krümel, das ist der Braune dort. Einmal Kinder zusammen haben würden. Als die beiden nämlich klein waren, da war von Freundschaft keine Rede. Damals wohnten auch noch Tüpfelchens Geschwister, Tobi und Timmy hier. Krümel hatte ganz schön unter ihnen zu leiden. Aber eines Tages änderte sich alles schlagartig. Darf ich mitspielen? Nö, jetzt nicht. Wir wollen Fang spielen und das ist nichts für dich. Du würdest uns ja doch nie kriegen. Aber ich will trotzdem. Bitte. Na gut, von mir aus. Du wirst ja sehen, was du davon hast. Du lahme Schnecke. Zuerst müsst ihr mich fangen. Und ich will 10 Zahlen Vorsprung. Jeder von euch muss bis 15. Bis 15? Wir sind doch zu dritt. Naja. Mach schon, Tüpfelchen. Ich zähle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Halt! Sie hätten ja auch mal auf mich warten können. Ich finde das ganz schön doof. Was tat mir ja Krümel leid. Da durfte er einmal in 4 Wochen mitspielen und gleich war er wieder allein. Aber da ich nun mal ausgesprochen neugierig bin, kümmerte ich mich nicht weiter um ihn, sondern wollte viel lieber wissen, wie weit das Wettrennen gediehen war. Hört auf! Lasst uns in Ruhe! 2 kleine Dalmatiner sehen wie nicht lieb aus. Das reicht. Wir nehmen sie mit. Mitnehmen? Unsinn! Ich würde ihnen viel lieber ihr komisches Fell etwas aufmöbeln. Nichts, wir nehmen sie mit. Die beiden? Was können die denn schon arbeiten? Etiketten auf Hundefutterdosen kleben. Haben bestimmt schöne, breite Zungen. Hier zeigen. Hervorragend. Geradezu ideal. Kommt los, mitkommen. Es war keiner da, der ihnen hätte helfen können. Außer mir. Aber ich mische mich grundsätzlich nicht ein. Ich war gespannt, wie Tüpfelchen auf das Verschwinden ihrer Geschwister reagieren. Na, die habe ich aber schön abgehängt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vielleicht haben sie Krümel ja doch mitzählen lassen. 11, 12, 13, 14, 15. Jetzt müssen sie eigentlich kommen. Komisch. 11, 12, 13. Hey Krümel, wo sind die anderen? Die sind zu früh losgelaufen. Ich habe gerufen, sie sollen auf mich warten, haben sie aber nicht gemacht. Ganz schön gemein von euch finde ich das. Und wo sind sie jetzt? Woher soll ich das wissen? Sie sind weg, einfach verschwunden. Die können doch nicht einfach verschwunden sein. Die verstecken sich bestimmt. Glaub ich nicht. Doch, ganz bestimmt. Ich helfe dir auch suchen. So war Krümel. Er trug Tüpfelchen nichts nach. Dabei hätte er sie, so wie sie ihn immer behandelte, auch allein suchen lassen können. Auch nicht. Wo sollen wir denn noch überall suchen? Ach, Krümel, lass das doch bleiben. Los, komm. Aber pinkeln werde ich doch wohl noch dürfen. Da
Das lasst mal schön bleiben, mein Junge. Hä? Außer mir pinkelt da keiner hin. Ist ja schon gut, kann ich ja nicht wissen. Wer bist du denn? Krümel, du musst doch nicht auch noch mit dem reden. Komm. Eieiei, was seid ihr denn für ein bunter Haufen? Wir sind die Backstreet-Hunde-Gang. Ich bin der Boss. Freddy, hi Kumpel. Hallo, ich bin Fremd, der Streuner. Schatten, Blüm, Buchhalter. Ich bin die schöne Vera. Ich bin Batscher, das heißt Metzger. Ihr seid ja voll cool. Ihr braucht nicht zufällig noch jemanden. Warum nicht? Wir sind eigentlich nie zu viele. Wow, ich darf wirklich mitmachen? Also dann, ich bin Krümel. Krümel kann ich mir merken. Das muss ich erst noch rausstellen, Batscher. Komm jetzt, Krümel, was willst du denn bei dieser Horde? Wir müssen Tobi und Timmy suchen. Wer sind denn Tobi und Timmy? Die Geschwister von Tüpfelchen. Sie sind verschwunden und ich habe versprochen, bei der Suche zu helfen. Krümel. Schade, aber versprochen ist eben versprochen. Wie du meinst. Kennst du dich denn hier in der Gegend aus? Nö, eigentlich nicht. Wieso? Dann wird schwierig werden ohne Hilfe. Aber trotzdem, viel Glück. Marsch, alles zurück. Waren voll nett. Ach was, eine verlauste Bande war das. Komm jetzt. Aber sie wollten mich mitmachen lassen. Ach so. Ehrlich, Krümel. Wenn du mir hilfst, Tobi und Timmy zu finden, darfst du auch immer bei uns mitmachen. Versprochen? Versprochen. Da hat sie ihn also mal wieder rumgekriegt. Aber das war doch nur eine Ratte. Ich hab Angst, Krümel. Ach was, bleib nur dicht bei mir. Dann passiert dir schon nichts. Also wer hätte das gedacht? Krümel übernimmt die Führung und Töpfelchen versteckt sich hinter ihm. Weißt du, so verlaust war die Bande ja vielleicht gar nicht. Dann bist du also auch dafür, dass wir zu ihnen zurückgehen, ja? Naja, sie kennen sich hier aus. Vielleicht helfen sie uns ja, Tobi und Timmy zu finden. Ich kann sie ja bezahlen. Bezahlen? Die müsst du doch bestimmt nicht bezahlen. Die sind einfach voll in Ordnung. Auch ohne bezahlen. Hallo! Hallo! Also wenn das mal nicht unser Krümel ist? Hast du dir überlegt? Willst du doch bei uns mitmachen? Wenn ich noch darf? Klar doch, wird sich schon ein Plätzchen finden. Und Tüpfelchen? Darf die auch hier bleiben? Na, ob die mal zu uns passt, ich weiß ja nicht. Ich bezahle euch auch, wenn ihr mir helft, meine Geschwister zu finden. Bezahlen? Du willst uns wohl beleidigen? Aber ich meine doch nur... Du musst wohl noch einiges lernen, deine Freundin. Kann sie wenigstens was Vernünftiges? Ich kann Kunststücke. Kunststücke? Ja, schaut her. Na schön, sie kann hier bleiben. Dann brauche ich euren Namen, Geburtsdatum und so weiter. Hä? Tut ihm doch den Gefallen. Herr Blüm ist sonst todunglücklich. Meint immer, er müsste über alles Buch führen. Ist so eine Macke von ihm. Wenn's ihn glücklich macht, komm, Töpfelchen. Das also war erledigt. War auch Zeit, denn inzwischen plagte mich meine Neugierde ganz entsetzlich. Ich musste unbedingt wissen, was aus Tobi und Timmy geworden war. Lecken, leben! Was ist denn da? Schneller! Aber ich hab Durst. Dir hat die letzte Tracht Prügel wohl nicht gereicht. Nein, bitte nicht. Geht ja schon wieder. Also. Lecken, leben,
Deckel nehmen. So ungefähr hatte ich mir das vorgestellt. Nur nicht ganz so schlimm. Krümel und Töpfelchen würden sich beeilen müssen, wenn sie den beiden noch helfen wollten. Das sah mir nun allerdings nicht sehr nach Suche aus. Dabei war es höchste Zeit. Was hast du denn? Mach doch mit. Wir wollten doch aber eigentlich Tobi und Timmy suchen. Du hast ja recht. Ist euch inzwischen eingefallen, wie wir die Geschwister von Töpfelchen finden können? Ihr wolltet uns doch helfen. Klar doch. Wollte ich nur nicht beim Spielen stören. Hört zu. Von heute an ziehen jeden Tag zwei von uns los und nehmen sich zwei Straßen vor. Aber richtig gründlich. Alles angucken und mit allen reden. Einverstanden? Mit allen reden? Auch mit denen, die mich für blöd halten? Wer tut das nicht? Also wer sucht zuerst? Ich? Und ich. Und ich auch. Ich gehe mit Freddy. Und ich mit Vera. Und was ist mit mir? Auf dich muss man ja doch nur aufpassen. Ist nicht wahr. Tschüss, Tüpfelchen. Dauert nicht lange. Dann hast du deine Geschwister wieder. Hoffentlich. Schaffen die nie. Jetzt fing es an, interessant zu werden. War gespannt, ob es den beiden gelingen würde, Tobi und Timmy ausfindig zu machen. Oh je, schon so spät. Jetzt haben wir doch glatt vergessen, nach den beiden Kleinen zu suchen. Müssen wir ja keinen sagen. Und außerdem, wenn die beiden in dieser Straße wären, hätten wir sie bestimmt gesehen. Auch ohne Suchen. Und? Habt ihr sie? Tut uns leid. In diesem Teil unseres Viertels sind sie auf keinen Fall. Pech gehabt. Wir haben uns die falsche Straße ausgesucht. Guck nicht so enttäuscht, Tüpfelchen. Wäre auch ein seltener Glücksfall gewesen, sie gleich am ersten Tag zu finden. Na gut, damit es vorwärts geht, mache ich mich morgen auf die Suche. Ich komm mit, Boss. Kremp geht mit mir. In Ordnung, Kremp? Klar, Boss. Die finden Tobi und Timmy nie. Bist du fertig, Tramp? Dann los. Und keine Angst, Tüpfelchen. Heute bringen wir deine Geschwister bestimmt mit nach Hause. Wenn mich keiner dabei haben will, dann gehe ich eben alleine suchen. Und ich halte mich auch nicht an diesen blöden Plan. Ich gehe hin, wo ich will, dann kommt mir auch keiner in die Quere. Ich hatte so meine Zweifel. Batscha war ja wirklich ganz nett, aber den schlauesten Eindruck machte er auch auf mich nicht. Ich entschied mich, Boss und Tramp zu folgen, schien mir erfolgversprechender zu sein. Ich hatte genug gesehen. Aus der Suche wird heute nichts mehr werden. Ich beschloss zu schauen, was Batscha so trägt. Willst du wohl die Tüte in Ruhe lassen? Warum packst du die Wurst dann in eine Tüte? Warum frisst du die denn nicht gleich hier? Die ist nicht für mich. Verschwinde! Und warum liegst du denn hier in der Sonne? Musst du nicht arbeiten? Was sollen die dämlichen Fragen? Spielst du Polizei? Und warum überhaupt sammelst du Wurst? Du hast doch eine Dosenfutterfabrik. Ich brauche die Wurst für Pollux. Der frisst kein Dosenfutter. Und bevor du mich weiter mit deinen Fragen löcherst,
Er kann sie nicht selber suchen, weil er arbeitet. Der und arbeiten. Der arbeitet doch nie. Der verkloppt doch nur immer die anderen Leute. Genau, der verkloppt meine Arbeiter. Ich arbeite nämlich nicht mehr selbst. Ich lasse arbeiten. Klingt gut. Das ist gut. Und Pollux bewacht die Arbeiter. Und wenn sie nicht ordentlich arbeiten, wie die zwei neuen kleinen Dalmatiner, dann gibt er ihnen eins auf die Pfoten. Und jetzt lass mich in Ruhe. Lässt andere für sich arbeiten. Nicht schlecht. Muss ich sofort der Gang erzählen. Batscher war wirklich nicht der Schlauste. Ihr habt sie nicht gefunden. In den beiden Straßen, die wir uns ausgesucht haben, gibt es keine kleinen Dalmatiner. Und? Pass doch gefälligst auf, du Tollpatsch! Will ja auch nie jemand aufräumt. Ist ja gut, Batscher. Hast du was rausgekriegt? Jawohl, hab ich. Was? Glaub ich nicht. Castor liegt faul rum und lässt sich die Sonne auf den Pelz brennen. Und das ist alles? Nein, er hat eine Tüte mit Wurst dabei und die wollte er nach Hause mitnehmen. Da hört ihr's. Ich sag euch doch auch immer, ihr sollt nicht immer alles auf der Stelle fressen. Wir brauchen auch was für Notzeiten. Quatsch. Ein Hund, der sich einen Wurstvorrat zulegt, den gibt's doch nicht. Das ist gegen die Natur. Unsinn. Jetzt hört aber auf zu streiten. Erzählt weiter, Batscher. Also, wie ich da so sehe, dass Castor Wurst dabei hat, habe ich ihn gefragt, für wen die denn sei. Und da hat er gesagt, für Pollux. Ja und? Mach dich hier nicht so wichtig. Nur weil du rausgekriegt hast, dass Castor und Pollux ihr eigenes Dosenfutter nicht mögen. Das weiß doch längst jeder. Komm jetzt, Krümel, wir müssen Tobi und Timmy suchen. Aber Pollux kriegt das Essen doch nur gebracht, weil er seine Arbeiter bewacht. Wir haben jetzt nämlich Arbeiter. Und seit kurzem haben sie zwei Dalmatiner. Was? Zwei Dalmatiner? Zwei kleine Dalmatiner etwa? Stimmt. Woher weißt denn du das? Er hat gesagt, Pollux muss den kleinen Dalmatiner auf die Pfoten hauen. Los, warum warten wir noch? Marsch, alles zurück. Wenn Pollux die Geschwister von Töpfelchen bewacht, kommen wir nicht so ohne weiteres an sie ran. Geschwister von Töpfelchen? Aber wieso denn? Mann, bist du blöd! Kaum zu glauben. Aber endlich ging auch Batscher ein Licht auf. Ich hab sie gefunden. Ich hab Tobi und Timmy gefunden. Ich bin doch nicht blöd. Nein, Batscher, du bist nicht blöd. Wir brauchen einen Plan. Ein Plan, das ist die Idee. Einen Stufenplan. In der ersten Stufe müssen wir herausfinden, wie Tobi und Timmy gebracht werden, damit wir einen Plan für die zweite Stufe, die Befreiung, machen können. Genau. Es war unerträglich. Sie flüsterten so leise, dass ich nichts verstand. Ich wurde ganz unruhig. Ich denke, so müsste es klappen. Krümel, du bist ja richtig gescheit. Am besten wird es sein, wenn ich zur Fabrik gehe. Mich kennen Castor und Pollux noch nicht. Und Herr Blüm soll mitkommen. Der sitzt den ganzen Tag vor seinen Büchern. Den kennt auch keiner. Na schön, wenn du meinst. Pass auf dich auf, Krümel. Viel Glück, macht's gut. Ich flog natürlich mit. Ich wollte endlich wissen, was Krümel da für einen Plan ausgeheckt hatte. Wie bitte? Geht ihr so mit Kunden um? Wir kommen extra aus Wuppertal, um von euch Dosenfutter zu kaufen und wollten mal sehen, wie ihr gearbeitet habt. Gehen wir wieder. Wir haben es nicht nötig, uns so behandeln zu lassen.
Halt, kommt zurück. Das ist natürlich was anderes. Ich führe euch gerne rum und zeig euch alles. Na schön, wo wir den weiten Weg nun schon mal gemacht haben. Hier lang. Schau mal da drüben. Wenn ich doch nur größer wäre. Geht fast alles vollautomatisch. Wir kommen mit ganz wenigen Arbeitern aus. Schneller, hier wird nicht getrödelt. Muss ich euch dann schon wieder vermöbeln? Seht ihr, so muss man's machen. Aber hast du keine Angst, dass sie dir irgendwann weglaufen? Geht nicht. Alarmanlage. Sehr interessant. Kannst du uns erklären, wie die funktioniert, oder ist das ein Geheimnis? Ganz und gar nicht. Vor Ihnen auf dem Boden habe ich Sensoren installiert. Unsichtbar. Und wenn da jemand drauf tritt, fällt ein riesengroßes Netz von der Decke her. Nee, hier ist noch keiner abgehauen. Oh je, hört sich schlimm an. Du hast doch nicht etwa Mitleid mit den beiden? Nein, nein, im Gegenteil, ich meinte damit, also nur... Aber wie kannst du denn die Alarmanlage denn abschalten, du? Du willst doch sicher nicht selbst gefangen werden, wenn du zu ihnen hingehst, hm? Das funktioniert alles mit dem Schaltkasten dort. Ich brauche nur die Geheimzahl einzutippen. 6 Zahlen. Dann ist die Alarmanlage ausgeschaltet oder eingeschaltet, je nachdem. Und wie oft darf man sich vertippen? Überhaupt nicht. Schon beim ersten Fehler schaltet sich die Alarmanlage ein. Du hast ja alles sehr gut organisiert. Wir kommen ins Geschäft. Mach uns ein Angebot über, sagen wir mal, 1000 Dosen monatlich. 1000 Dosen monatlich? Mach ich sofort. Brauchst du nicht sofort zu machen. Wir sind noch einige Tage in der Stadt und kommen in, sagen wir mal, in 2 Tagen wieder vorbei. Recht so? Und auch 1000 Dosen im Monat. Lecken und leben und lecken und leben und lecken und leben. Was ist, Krümel? Hast du sie gesehen? Geht es ihnen gut? Nein, Tüpfelchen. Es geht ihnen total schlecht. Dieser Pollux, man sollte ihn... Also, es ist folgendes. Und Herr Blüm erzählt. So empört hatte ich die Hunde noch nie gesehen. So eine Gemeinheit. Ich könnte ihn glatt erwürgen, diesen Pollux. Ich mach mit. Wir hauen Pollux und Castor einfach kurz und klein und dann holen wir die Geschwister von Tüpfelchen raus. Was du nicht sagst. Und was ist mit der Alarmanlage? Können wir die nicht einfach selbst ausschalten? Die Geheimzahl hat 6 Ziffern. Und es gibt nur einen Versuch. Nach den Regeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung ist es unmöglich, die richtige Kombination zu finden. Und wenn wir ganz leise über diese, wie heißen die Dinger, Sensoren schleichen? Auch wenn wir schleichen, sind wir zu schwer. Und einer von uns tritt bestimmt drauf. Du! Immer ich! So kommen wir nicht weiter. Ich schlage vor, wir überschlafen das Ganze und denken morgen weiter darüber nach. Denen fällt nichts anderes ein als reden und schlafen, Feigling. Aber mir wird schon was einfallen. Ich hatte so eine Ahnung. Und tatsächlich, als alle schliefen, machte sich Töpfelchen auf den Weg. Mathematische Reihe war das.
Du kommst mir gerade recht. Die beiden anderen da, die machen's nicht mehr lange. Du bist doch unverbraucht. Marsch zu den anderen. Tüpfelchen. Tüpfelchen. Ach, Tobi. Timmy. Na, dann feiert mal schön. Bis morgen früh. Und, wem ist was eingefallen? Das ist alles sehr schwierig. 4, 5, 6, 7. Es fehlt einer. Tüpfelchen fehlt. Oh, wei. Ich glaube, die hat Mist gebaut. Sie ist bestimmt zu Tobi und Timmy. Wo will der denn hin? Komm zurück, Batscher. Er will sich doch nicht etwa auch noch fangen lassen. Nur weil Tüpfelchen ihn angestrahlt hat, spielt er jetzt den tapferen Ritter. Da haben wir den Salat. So wie es aussieht, müssen wir jetzt nicht nur Tobi und Timmy befreien, sondern womöglich auch noch Tüpfelchen und Batscher. Auf zum Angriff! Ach du liebe Zeit! Jetzt wird's ernst! Pastor, Pollux! Na, sieh mal einer an. Das ging aber schnell. Wo sind Batscher und Tüpfelchen? Wer? Ach so, du meinst die beiden Einbrecher, die wir heute Nacht gefangen haben. Das sind doch keine Einbrecher. Lass sie auf der Stelle frei, sonst... Was sonst? Hey, Pollux, komm mal her. Die Jungs hier wollen die Einbrecher von heute Nacht zurückhaben. Was sagt man denn dazu? Dann sollen sie sie doch holen. Los! Töpfelchen, Batscher, nicht weitergehen, Krümel. Ja, meine Alarmanlage. Was jetzt? Wir brauchen die Geheimzahl. Hey, Krümel, was hast du denn vor? Ich gebe jetzt einfach Zahlen ein. Irgendwas muss ja passieren. Bist du verrückt? Was blieb mir übrig? Ich konnte doch nicht zusehen, wie sie alle in ihr Unglück rannten. Er kennt die Zahlen. Halt, Krümel! Krümel, du hast es geschafft. Sind wir nicht stark? Batscher, sie haben mich gerettet. Sie mögen mich doch. Indem ich nun einmal beschlossen habe, mich einzumischen, war ich auch konsequent. Was machen wir mit ihnen, Boss? Lassen wir sie zappeln. Bei dem Geschrei, das sie veranstalten, wird sich schon jemand befreien. Aber wir nicht. Jetzt müsst ihr euch erstmal richtig satt fressen. Die brauchen keine Knochen, die brauchen richtiges Fleisch. Unsinn. Schaut sie euch doch an, die brauchen nichts als Schlaf. Fragen wir doch Tüpfelchen, die wird's am besten wissen. Die isst nirgends. Und Krümel fehlt auch. Wir müssen euch was sagen. Ja, das ist nämlich so. Also wisst ihr, früher konnte ich Krümel ja nicht so richtig leiden. Aber inzwischen... Also, um die Sache auf den Punkt zu bringen, ich gehe mit Tüpfelchen nach Hause zurück. Und wenn wir Tobi und Timmy gesund gepflegt haben, wollen wir eine Familie gründen. Hä? Familie finde ich gut. Ich komme mit. Worauf warten wir noch? Auf, feiert Leute! Ah, so war das damals. Und wenn ich mir das heute so anschaue, denke ich... Es war vielleicht gar nicht schlecht, dass ich mich eingemischt habe.